Jetzt hat Frau Artus das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, ein schnelles Internet wollen alle. Und von Fraktionen aller Parteien auf Landes- und auf Bundesebene gibt es dazu Anträge und Positionierungen, die im Wesentlichen nur wenig variieren. Warum die CDU jetzt mit einem Antrag um die Ecke kommt, der den allgemeinen Konsens noch einmal hervorhebt, erschließt sich mir nur vor dem Hintergrund der begonnenen Wahlkampfphase. Übrigens in Ihrem Wahlprogramm von 2011 habe ich dazu im Übrigen gar nichts gefunden, aber das mag sich ja vielleicht künftig ändern. Die Bundesregierung vor September 2013 musste sich auf jeden Fall der massiven Kritik aussetzen, sich dem Ausbau der Breitbandanschlüsse völlig unzureichend gewidmet zu haben. Deren Strategie ist gescheitert, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen damals feststellte. Die digitale Spaltung zwischen Stadt und Land besteht nämlich fort. Im Übrigen, das haben meine Vorredner, zumindest einige, Herr Schmitz hat es erwähnt, Herr Müller auch, im Übrigen sind vor allem die ostdeutschen Bundesländer betroffen, deren Bevölkerung ein früherer Bundeskanzler ja mal blühende Landschaften versprochen hatte. Hamburg hat da wirklich nicht das Problem, wie das hier in dem CDU-Antrag geschildert wird. Und das ausgerechnet jetzt die CDU, gucken Sie es mal genau an, jetzt anfängt eine nahezu sozialistische Forderung zu stellen, nämlich, dass die Landesregierung bis zum Jahr 2020 eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet sicherstellen soll, lässt Linke wie mich schon schmunzeln. Immerhin, ja, ein bisschen Niveau haben unsere Abstimmungsentscheidungen schon, Herr Ritter. Immerhin hat das Abendblatt diese Forderung aber ohne jede Ironie mitgenommen und immerhin auch noch sachlich berichtet. Aber letztlich steht in Ihrem Antrag leider wenig Substanzielles drin und sollte daher dahinter nicht eine Forderung nach Enteignung der IT-Wirtschaft stehen, was ich bei Ihnen nicht unterstellen möchte. Und so bleibt am Ende nur an Substanz, dass der Senat Appelle formuliert und Papiere produziert. Und das, verehrte Abgeordnete, kann die SPD, glaube ich, auch ohne Aufforderung der CDU. Faktisch benötigen die Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch die Unternehmen aber ganz andere Maßnahmen, um das von ihnen erwünschte Ziel zu erreichen. So muss Breitbandinternetanschluss als staatlich garantierte Grundversorgung aufgenommen werden. Eine Möglichkeit wäre, das Telekommunikationsgesetz dahingehend zu konkretisieren. Und weiterhin benötigen wir dringend eine Debatte über die Abschaffung des Privatisierungsgebots im Telekommunikationsbereich auf Bundes- und Länderebene. Städte und Länder müssen beim eigenständigen Netzausbau finanziell unterstützt werden und die Bundesregierung hat dafür Sorge zu tragen, dass öffentliche Gelder langfristig nicht in private Gewinne subventioniert werden. Wer auf marktgerechten Ausbau setzt, so steht es in Ihrem Papier, wer Rahmenbedingungen durch optimale Anreize, durch den Ausbau, durch den Markt schaffen will, der hat sich bereits heute von dem Ziel verabschiedet, einen schnellen Internetzugang für alle zu ermöglichen. Aber es gibt dazu natürlich noch viel mehr zu sagen. Deswegen wären wir für eine Überweisung in den Ausschuss und würden uns freuen, wenn die SPD sich noch einen Ruck gibt. Lassen Sie uns das ruhig noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen Erkenntnisgewinn möglich. Applaus